Zeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es ohne Zweifel notwendig, immer wieder über das Thema Pflege zu reden. Das sagen schon die nackten Zahlen. 20 Millionen Menschen, die jedes Jahr in den Krankenhäusern versorgt und gepflegt werden, rechnerisch ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Dazu 2,7 Millionen Menschen, die in der stationären Altenpflege und in der ambulanten Altenpflege versorgt werden. Und deswegen glaube ich, es ist auch vor Weihnachten richtig, ein herzliches Dankeschön mal zu sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern und in unseren Pflegeheimen und in den Sozialstationen. Sie leisten großartige Arbeit, sie leisten qualitativ hochwertige Arbeit, dies belegen Patientenbefragungen, aktuelle, dies belegen Studien immer wieder. Und ich habe auch Verständnis dafür, durchaus, wenn die Linke als Oppositionspartei Forderungen stellt, Abschaffung Beitragsbemessungsgrenze, dann kann man schnell 100.000 Pflegekräfte einstellen, weil sie ja nicht in die Situation kommen, das auch tatsächlich umsetzen zu müssen, und sie werden auch nie in die Situation kommen. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn Sie in Ihren Antrag reinschreiben, es würde strukturell gefährliche Pflege in deutschen Krankenhäusern gemacht. Das weise ich entschieden zurück. Das diffamiert die Pflege in unseren Krankenhäusern und auch in unseren Pflegeheimen. Und ich sage Ihnen eins, auf diese Weise gewinnen Sie nicht eine Pflegekraft dazu. Nicht ein junger Mensch wird sich dazu entschließen, Altenpfleger oder Krankenpfleger zu werden, wenn Sie unsere Pflege in Deutschland auf diese Weise darstellen. Und nun ist es ja durchaus auch nicht falsch, wenn man darauf hinweist, dass wir in den Hochzeiten der Pflege, also die meisten Pflegekräfte hatten in Deutschland vor Einführung der DRGs in den 90er Jahren 350.000 Vollkräfte, runtergegangen sind in den Krankenhäusern auf unter 300.000. Das hat den Krankenhäusern nicht gut getan. In der Tat. Herr Kollege Riebst, die Kollegin Zimmermann würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Lassen Sie das zu. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich will noch mal auf die Ausbildung zurückgehen, weil Sie das so in Zusammenhang bringen mit den Mängeln in den strukturellen Problemen vor Ort in den Häusern. Natürlich haben wir die. Sie müssen mal mit den Kolleginnen reden, wie es denen geht und wie die ihre Arbeit verrichten können. Und Sie müssen auch dazu wissen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, es gibt unterschiedliche Studien, nach 7 bis 8 oder 9 Jahren durchschnittlich ihren Beruf wieder verlassen, weil sie es physisch und psychisch nicht aushalten, und wie viele Anzeigen es gibt über Pflege, die nicht verrichtet werden konnte, oder über Notfälle, die in der Pflege passiert worden sind. Soll ich denn den Kolleginnen und Kollegen oder den Menschen, die in die Ausbildung gehen, davor machen, dass alles wunderbar ist, dass ganz prima ist, dass es selbstverständlich verlässliche Dienstpläne gibt und so weiter und so weiter, und dass man seinen Beruf, den man erlernt hat, auch tatsächlich ausüben kann? Das macht doch keinen Sinn. Da müssen Sie an einer anderen Stelle anfassen und müssen den Beruf so attraktiv machen, dass Menschen auch wieder dahin kommen, dass sie wissen, sie haben verlässliche Dienstpläne, dass sie wissen, sie können ihre Arbeit verrichten und dass sie wissen, sie können mit den Menschen auch menschenwürdig umgehen und ihre Arbeit tatsächlich tun. Und ich glaube nicht, dass wir darüber Fachkräfte sammeln können, indem wir das den Schülerinnen und Schülern vorenthalten. Ich will Ihnen noch eine Sache sagen. Ich habe oft Besuchergruppen da aus den alten Pflegeschulen. Und da frage ich mich immer wieder,
und spreche das natürlich auch an, warum das nur so wenige sind. Und erfahre jedes Mal wieder, dass die meisten, wenn sie in die Praxis kommen, den Berufswunsch wieder aufgeben und die Ausbildung verlassen. Und da frage ich Sie doch tatsächlich, warum machen Sie denn das? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Frau Zimmermann, ich sage Ihnen, bleiben Sie einfach nur bei der Wahrheit. Stellen Sie nicht in den Raum, dass strukturell und nicht in Einzelfällen, so haben Sie das geschrieben, strukturell gefährliche Pflege in den Krankenhäusern und Pflegeheimen geleistet wird. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Das ist ein Straftatbestand. Und wenn Sie solche Erkenntnisse haben, dann müssen Sie schlicht und ergreifend beim Gesundheitsamt anzeigen. Das ist einfach nicht richtig, was Sie sagen. Es kommt in Einzelfällen durchaus vor, aber eben nicht strukturell. Und Sie stützen sich bei dieser Aussage auf einen Enthüllungsjournalisten, dessen Enthüllungen dann vom Landgericht Hamburg wieder zurückgezogen und kassiert wurden. Das muss man auch mal noch dazu sagen. Also wenn Ihnen da nichts Besseres einfällt, und es gibt gute Gründe, es gibt wirklich gute Gründe, über die Pflege und über die Pflegesituation zu reden. Das habe ich eingangs gesagt. Da brauche ich solche seltsamen Dinge nicht, die Sie da in die Welt setzen. Und ich habe mich ja nur vornehm ausgedrückt, das muss ich schon sagen. Das ist der adventlichen Gnade geschuldet, dass ich mich zurückhaltend ausgedrückt habe. Ich würde sagen, das ist schlicht eine Frechheit. Das würde in jeder anderen Jahreszeit nämlich so formulieren. Es ist eine Frechheit gegenüber denen, die diese tolle Arbeit in den Pflegeheimen und Krankenhäusern leisten. So, und ich war dabei zu sagen, dass die Krankenhäuser zu viele Pflegestellen abgebaut hatten in den Voreinführungen und bei Nacheinführung der DRGs von 350.000 auf unter 300.000. Sie haben das selber auch erkannt, denn gute Qualität kann man mit schlechter Pflege nicht machen. Sie haben aufgebaut von sich aus, aber und es wurde die wichtigsten Dinge schon genannt. Ich möchte es nur ergänzen, was an Maßnahmen durchgeführt wurde, auch seitens, aus unserer Seite, seitens der Politik, seitens dieser Koalition, auch seitens der letzten großen Koalition schon, nämlich die beiden Pflegeprogramme. Das war ganz wichtig, auch das Pflegeprogramm 2009 schon. Und nun dieses Pflegeprogramm nochmal, das dazu geführt hat, dass wir heute in etwa gleich viele Stellen hatten wie vor Einführung der DRGs. Und das ist schon eine wichtige Leistung. Und dann möchte ich nur eines ergänzen, das wurde bisher noch nicht gesagt. Wenn nun sich auch noch die Länder dazu durchringen könnten, die Investitionskosten zu finanzieren und nicht Geld abgezogen würde aus den Erlösen der Krankenhäuser, um zu investieren, weil die Länder ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, dann hätten die Krankenhäuser noch mehr Geld, um die Forderungen, die alle berechtigt sind, nach mehr Pflegepersonal auch tatsächlich nachzukommen. Und dann möchte ich zum Schluss auch mal nur darauf hinweisen, dass es natürlich wichtig ist, über Geld zu reden, über Stellenschlüssel zu reden, überhaupt gar keine Frage. Aber wir sollten uns auch die Frage stellen, was wir tun können, um stationäre Pflege möglichst zu verhindern. Die Menschen möchten sowieso lieber zu Hause ihren letzten Lebensabschnitt verbringen und zu Hause sterben. Es ist auch preisgünstiger, zu Hause zu sein, als das teure Pflegeheim zu bezahlen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass wir, wenn wir den ambulanten Bereich stärken, nicht die große Personalausstattung in den Pflegeheimen, natürlich den Stellenschlüssel schon, aber weniger Pflegekräfte in den Pflegeheimen brauchen, wenn mehr Leute zu Hause auch gepflegt werden können. Und die finanziellen Rahmenbedingungen haben wir geschaffen mit dem Pflegestärkungsgesetz 1. Aber wenn wir die Rahmenbedingungen stärken wollen, dann geht es nicht nur um das Geld, sondern es geht auch darum, dass die Kurzzeitpflegeplätze, und da haben wir das Budget verdoppelt für den Einzelnen von 1.600 auf 3.200 Euro im Jahr, dass wir die Kurzzeitpflegeplätze dann auch vorhalten vor Ort. Auch die Tagespflegeplätze, beides stützt die ambulante Versorgung, Tagespflege und Kurzzeitpflege. In der Tagespflege haben wir ein Budget eingeführt von um die 20.000 Euro pro Jahr für jeden Einzelnen. Alleine die Tagespflegeplätze stehen in dieser Breite nicht zur Verfügung. Und deswegen werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir in Zukunft es erreichen, da sind die Kostenträger gefordert, dieses Geld jetzt auch auszugeben, vor Ort den Heimträgern Angebote zu machen, Anreize zu schaffen, Kurzzeitpflegeplätze auch tatsächlich
auszuweisen und auch Tagespflegeplätze, um den ambulanten Bereich auch tatsächlich zu stärken. Und das wird Aufgabe für uns sein in den kommenden Jahren, im nächsten Jahr 2017. Und dazu wünsche ich uns viel Erfolg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Mechthild Trabert.